Zombie Apocalypse. Mann, das sieht einfach so leer aus, ohne Luftrettungshelikopter. Also der Schock, der sitzt immer noch bei unseren Kameraden richtig, richtig tief. Man weiß gar nicht, was man sagen soll, ehrlich gesagt. So, aber liebe Freunde, das nützt ja alles nichts, das Leben geht weiter. Wir müssen die Bevölkerung trotzdem weiterhin schützen. Wir haben zwei Kollegen, ja, verloren von der heiß begehrten Luftrettungswache. Der Helikopter ist auch natürlich komplett kaputt. Die wurden alle abtransportiert. Also die Leichen, der Helikopter, da ist nichts mehr übergeblieben. Aber heute in diesem Video möchte ich etwas Neues abholen. Die Stadt hat sich natürlich sofort schlau gemacht. Wo bekommen wir jetzt rechtzeitig einen Luftrettungshelikopter her? Wir sind fündig geworden, wir haben etwas gefunden und das, liebe Freunde, werde ich euch heute in diesem Video einmal zeigen. Es ist ein neuer Helikopter für die Luftrettung, nicht aber vom ADAC, wie wir das sonst immer kannten, wie der sonst immer da gestanden hat in seiner vollen Pracht. Ja, das fand ich halt immer cool, man ist so halt angekommen in der großen Hauptfeuerwehr hier von Goldcrest Valley. Man ist rausgegangen durch die Eingangstür, hat diesen knallig gelben Helikopter gesehen aus der Ferne und man dachte sich so, jupp, hier fühle ich mich pudelwohl und jetzt sieht man da nichts mehr, da steht nichts mehr, gar nichts, das ist, ach, ich weiß nicht, das war einfach so ein richtig schlimmer Einsatz für uns alle hier, das hat uns hier so aus den Socken gehauen, das kann man sich nicht vorstellen, aber liebe Freunde, es geht weiter. So, ja, wir haben jetzt auch schon die Info bekommen, dass dieser Helikopter schon geliefert wurde. Was ich da so ein bisschen lustig finde, jetzt mal wieder aus diesem alten Trott jetzt raus, dass wir jetzt hier traurig sind. Was ich lustig finde, wir sollen den Helikopter von der Schafsweide abholen. Ich dachte mir so, hey, was? Hat der den verloren, den Helikopter? Nee, das hat diesen Grund. Der sollte abgelegen, abgeladen werden. Also abgelegen von Goldcrest Valley. Und da sollen wir hinfahren und uns den anschauen. Und wenn uns irgendwas nicht passt, sollen wir das gleich vor Ort noch sagen. Also da sind anscheinend gerade die Lieferanten und Vertreter, Management vom von diesem Helikopterwerk da vor Ort. Und deshalb wurde der abgeladen. Ich verstehe es selber nicht. Keine Ahnung warum. Ja, und wir sollen da erstmal hinfahren. Und dann sollen wir sagen, ob uns irgendwas auffällt, ob irgendwas blöd ist. Das sollen wir dann gleich da vor Ort irgendwie sagen. So. Ich habe mir überlegt, dadurch, dass wir den KTW kaum benutzen, also beziehungsweise eigentlich selten, der ist eigentlich fast gar nicht draußen, besetzen wir den heute mal mit ein paar Kollegen und wir fahren einfach mal rüber zum Luftrettungshelikopter und gucken uns den einfach mal an. Ne? Das ist eine gute Idee. Ich dachte so erst, wir nehmen einfach mal ein Feuerwehrfahrzeug, den Robur zum Beispiel, aber da kriegen wir halt gar keine Leute weg. Den EW können wir auch nehmen. Aber stellt euch vor, es kommt ein Einsatz rein, ja, dann wird er gebraucht und wir sind gar nicht einsatzbereit und dann müssen wir von da oben wieder runterdackeln. Also je nachdem, wo der Einsatz ist, ne? Aber das muss natürlich auch nicht sein. Deshalb, KTW, perfekt, schönes Auto, lang nicht benutzt, da kriegst du ein paar Leute unter, die mitfahren möchten und wir fahren dann erstmal hoch, würde ich sagen. Ich wünsche euch natürlich, wie immer, in jedem Video von mir auf meinem Kanal viel, viel Spaß. Holt euch ein bisschen was zu naschen, ein bisschen was zu süffeln und dann zieht euch das Video rein. Dann macht das noch mehr Spaß, finde ich. Mache ich auch immer beim Aufnehmen. Ich futter auch immer. Nee, Quatsch, das ist ein bisschen schwierig. Das kann ich im Livestream machen, aber jetzt mitten im Video in einer privaten Aufnahme ist es schon ein bisschen schwierig. So. Wisst ihr, was wir noch machen? Wir fahren am besten mit Sonderlichter. Weil es einfach so cool ist. Ich finde diesen Aufbau einfach mega vom KTW, vom VW. Ne? Schönes Ding. Gut, ich würde sagen, wir nehmen mal die Schnellstraße. Da kommen wir eigentlich am schnellsten an. Da stört uns auch keiner. Wir haben ja sowieso Blaulicht an, also die machen uns sowieso Platz. Schätze ich mal. Hoffe ich mal, dass das funktioniert. Und ja, also ich bin da so ein bisschen aufgeregt gerade. Es soll eine neue Lackierung drauf sein auf dem Helikopter.
Wir gucken mal. Ich will jetzt gar nicht so viel verraten, Leute. Wir kommen. Wir fahren einfach mal hin mit unserem KTW. Da bin ich mal gespannt, wie ihr da gleich drauf reagieren werdet. Ihr seht es ja auch schon am Titelbild, ne? So ist es nicht. Aber jetzt im Video, das nur zu sehen ist, denke ich mal noch ein bisschen was anderes, als jetzt hier auf dem Titelbild zu sehen. Ja, hat die Karre eigentlich auch ein Horn? Warte mal. Das finde ich auch cool, dass man das alles angezeigt bekommt, wenn Blaulicht an oder aus ist. Ist schon schön. So. Wo war denn das Hörnchen? Huch! Was war das denn? Ist falsch belegt, ne? So wie es aussieht. Oh, hat so ein bisschen was von Frankreich. So ein Franzosen-Flair. Wenn alle Hörner zeitgleich angehen. Habe ich das echt falsch besetzt? Oh Gott. Ich dachte, das war richtig, was ich da gemacht hatte. Oh Gott, oh Gott. Na, dann müssen wir das auslassen. Ist ja gar nicht so schlimm, weil der KTW kommt ja sowieso selten zum Einsatz und der braucht sowieso kein Horn. Eigentlich reicht das Blaulicht. Na, was sehe ich denn da hinten schon, ne? Das ist doch was Rotes. Nichts Gelbes. Da steht doch was auf der Weide. Oh, Leute. Wisst ihr, wie aufgeregt ich bin? Ich habe extra keinen Kaffee getrunken, ansonsten wäre ich hier zum Abholort gejoggt. So, da ist er. Wir machen mal ein bisschen Licht an hier, ne? Dass wir ein bisschen was sehen können. So. So, Leute, wir sind da. Der Helikopter ist hier. Oh, schön. Jetzt verstehe ich auch, warum wir den hier abholen sollen, weil das einfach mega idyllisch aussieht hier und weil wir hier unsere Ruhe haben. Das ist also der Helikopter. Der wurde ein bisschen schräg abgeladen. Naja, egal. Der sieht erstmal so ein bisschen aus wie unser Vorgänger, der im letzten Video abgestürzt ist. Ne? Ist anscheinend auch der identische Motor, der identische Hersteller vom Helikopter. Es ist nur eine andere Lackierung drauf. Nicht vom ADAC, sondern vom DRF. Ne? Das haben wir hier erstmal. Wir können alles aufmachen, na, selbstverständlich. So. Das zeige ich euch natürlich gleich mal, was man alles hiermit machen kann. Der hat halt mega, mega viele Funktionen und die zeige ich euch mal. So, und die Tasten sind auch noch ein bisschen anders, aber ist egal. So, dann gucken wir uns das mal genauer an. Also, hier vorne Cockpit. Das sieht so ein bisschen moderner aus als beim ADAC-Helikopter, finde ich. Also hier blinkt viel mehr, also beziehungsweise hier ist viel mehr Licht. Hier hast du einen besseren Blick. Nach vorne, zur Seite, nach unten, nach oben. Ich glaube, hier hast du auch eine größere Scheibe drin. Deshalb ist das, glaube ich, auch. Ne? Siehst du viel, viel mehr. Dann haben wir hier vorne zwei Wischblätter. Die hast du ja sowieso immer. Die brauchst du auch beim Fliegen. Also ein Hubschrauber und ein Flugzeug hat sowas auch. Dann haben wir hier die modernsten Gerätschaften. Die sind alle auf den aktuellsten Stand. Das war beim ADAC-Helikopter nicht der Fall. Das waren zum Teil wirklich richtig alte Humpen, die da drin verbaut worden sind. Das sieht gut aus. Hier ist der Notfallrucksack, EKG, Lifepack sogar, Lifepack 12. Eieiei, ist aber wirklich moderne Kunst hier. Dann haben wir hier zwei Sitze. Ich glaube, beim ADAC-Helikopter hat man hinten mit drei Sitze. Ne? Da war hier dieser große Koffer nicht mit drin. Aber das ist gar nicht so verkehrt. Das sind beide Koffer, deshalb ist es auch so groß. Einmal Kreislauf, einmal Beatmungskoffer. Der ist hier. Naja, gut. Also irgendwo muss das ja auch hin, das Zeug. Ne? Hier hinten hast du auch nochmal zwei Koffer. Oder sind die das? Ach, wer weiß. Egal. Dann haben wir eine große Liege. Die ist auch extra breit. Ne? Für etwas größere, kräftigere Patienten. Durchaus kann man die dann auch darauf legen und mit dem Helikopter transportieren. Es kam gerade die Meldung, dass der Helikopter sogar einen besseren Motor drin hat. Der hat mehr Leistung. Also sprich, der kann auch mehr transportieren, mehr Gewicht. Kann sogar auch was an die Winde hängen. Auch unter den Helikopter. Also das ist wirklich schon mega. Das ist so ein Allrounder, ne? Der hat auch Nachtsicht integriert. Extra auch dafür passende Helme. Das ist krass. Also moderner geht's gar nicht, ne? So ein richtig schöner, moderner Rettungshelikopter, den wir hier haben.
So, ja, ansonsten haben wir hier, glaube ich, nichts weiter. Dann steigen wir mal ein. Wir gucken mal, was wir hier noch alles so zeigen können. Das ist der Pilot. Mhm. So, hier auch können wir nochmal alles auf und zu machen. So wie wir das draußen gerade gemacht haben. Ne? Können wir hier, zack, 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 alle Türen auf und zu. Also du musst nicht zwingend nach draußen gehen. Du kannst auch drin die ganzen Knöpfe bedienen und dann kannst du auch automatisch alles auf und zu machen. Ey, das ist so krass, also, dass das so schnell ging. Also, trotzdem ist es ein ganz merkwürdiges Gefühl, jetzt hier drin zu sitzen. Denn man weiß, dass, vor ein paar Tagen da was Schlimmes passiert ist. Also, das sitzt richtig schwer im Magen. Bei allen Leuten. Ich komme damit noch gar nicht so richtig klar. Weil, man muss sich so vorstellen, da gab es einen technischen Fehler. Irgendein Fehler im Betriebssystem hier vom Helikopter. Also, in der Technik, sagen wir es mal so. Ja, und der hat es geschafft, dass der Helikopter abgestürzt ist. Es ist alles ausgefallen. Ja, und dadurch ist der Helikopter in einen Baum geraten, in einen Baumgipfel. Und ist dadurch dann zum Absturz gekommen. Der ist natürlich sofort zerschellt. Beide Kollegen sind gestorben und ja. Das soll auf jeden Fall hier nicht passieren. Hier gibt es auch so ein Vorwarnsystem, was alles hier überprüft. Und wenn da irgendwas nicht so läuft wie gewünscht, dann ertönt sofort ein sehr, sehr lautes Signal. Ein Signalton, der sofort Bescheid sagt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann müssen die sofort landen. Ne? Das ist Vorschrift. Die müssen sofort landen. Das hat dann scheinbar den Kollegen dann nicht so ganz funktioniert. Hier muss es aber funktionieren. So. Dann wird der Paul jetzt erstmal diesen Helikopter fliegen, starten, probieren, ob alles funktioniert. Ja, ich bin ja der absolute Oberpro hier im Fliegen, also schnallt euch an, haltet eure Brechtüten und Eimer bereit, denn wenn ich fliege, na, dann ist auf jeden Fall für Chaos gesorgt. So, Auto schweben es an. Also wir müssen jetzt erstmal ein bisschen hoch. So ein bisschen was an Höhe gewinnen. So. Das muss ich auch mal sagen. Also ich habe da vor kurzem mal so ein echtes Video gesehen. So eine Reportage über die Luftrettung. Finde ich halt auch schon krass, wie Piloten drauf sind. Ne? Also dass die das richtig abschätzen können. Die kennen einfach ihr Gerät. Die kennen ihre Technik, die sie besitzen, die sie gerade haben zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe da gesehen, dass er mitten in der Stadt auf einer großen Kreuzung gelandet ist, war ungefähr 10 Meter über dem Boden, reißt die Tür auf, ist natürlich angeschnallt, ne? Sicher, sicher, safety first. Ist mit einem Bein, mit einem Fuß auf die Außenkufe, hat den Helikopter so gelandet, hat den manövriert, also dann auch punktgenau auf die Kreuzung gelandet. Also Hut ab an diesen Piloten, also mega, mega krass. Meinen allerhöchsten Respekt wirklich an diese Leute, an alle Piloten da draußen. Also ihr habt wirklich eine richtig, richtig krasse Arbeit, die ihr da macht. Das sah einfach nur heftig, heftig geil aus. Weiß nicht, wie das Video hieß, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall richtig, richtig gut gemacht. So. Ja, und dann komm ich, ne? Ich, der absolute Oberpro-Pilot im LS-17. So, wir schalten mal nach draußen. Ihr habt schon gesehen, Licht geht, ne? Das haben wir an. So, dann haben wir hier unseren schönen rot-grauen bzw. weißen Helikopter. Der sich auch richtig schön steuern lässt. Also wow, krass.
So, einfach ein richtig schöner Helikopter. Also zu meckern habe ich hier gar nichts. Der liegt richtig gut in der Luft. Der fliegt sich richtig gut. Hier vibriert nichts, hier rasselt nichts, gar nichts. Wenn ich jetzt auf einmal alles loslasse, alle Steuerhebel, dann ist der automatisch im Autoschweben drin. Und dann kannst du hier gucken, kannst dich natürlich drehen. Und der bleibt genau an der Stelle. Per GPS ist das alles geregelt. Also wirklich wunderbar. So, dann bringen wir das Ding mal runter und ich zeige euch mal ungefähr so, wie das in diesem Video war. Also der Pilot hat so ungefähr, ich sag mal 10 Meter war das, vielleicht war das auch ein bisschen weniger. Kann auch sein. Hat die Tür aufgeschmissen, hat nach unten geguckt, ist raus mit seinen einen Beinen und hat den Helikopter wirklich punktgenau gelandet. Ja, das sieht gut aus. Also dafür, dass ich mit dem Helikopter das erste Mal jetzt richtig geflogen bin hier, bin ich eigentlich gut gelandet. Ne? Perfekt. Besser kann man es gar nicht machen. Ja, und was soll ich jetzt groß dazu noch sagen? Also deshalb bin ich jetzt hier auch gleich los. Ne? Zu bemängeln habe ich wirklich gar nichts. Was ich auch cool finde beim DAF, die haben extra auch Techniker, die immer wieder, falls irgendwas ist, sofort zu uns kommen. Das ist so ein 24-Stunden-Notdienst. Wenn irgendwas sein sollte, wird sofort der Helikopter repariert, Teile werden bestellt oder beziehungsweise mitgenommen und dann wird das hier vor Ort, egal wo man ist, repariert. Und das ist wirklich mega, mega gut. Das ist richtig toller Service. Also Hut ab, wirklich, dass das alles so funktioniert. Dann bin ich aber gespannt, wann wir hier das nächste Mal beziehungsweise das erste Mal mit dem neuen Helikopter ausrücken werden und was wir für Patienten fliegen werden. Also ich bin gespannt, was da auf uns zukommen wird. Ihr könnt gerne mal kommentieren, liebe Zuschauer da draußen, wie euch das Video gefallen hat und wie euch vor allen Dingen dieser neue Helikopter gefällt. Oder ihr sagt, euch hat der ADAC-Helikopter besser gefallen. Ich bin mal gespannt, wie ihr so entscheiden werdet. Ich finde wirklich den besser. Außer von der Lackierung her war der gelbe Engel, sagt man ja immer so, fand ich den irgendwie so ein bisschen ansprechender, weil der mal so richtig krass geleuchtet hat. Aber der von der Technik hier, der DAF-Helikopter, ist auf jeden Fall viel, viel, viel besser. Und innen drin ist alles viel besser gebaut und so weiter. Also ein richtig, richtig schönes Teil. So, dann machen wir mal zu. Ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Mal sehen, was wir da für einen Einsatz reinbekommen werden. Ja, liebe Freunde, macht's gut. Wir sehen uns. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart hier im LS17 mit der Feuerwehrmod. Wir sehen uns wieder. Bleibt gesund. Bis dahin.